Einen habe ich. Nein, der zweite ist hier. Und von hinten. Neues Team von hinten. Meine Richtung von hinten. Geh weg, geh doch rein ins Haus. Wieder ein neues Team. Der ist auf dem Dach bei Orange. Alter. Ich hab ihn einfach übersehen, der war in so einer komischen. Denk dran, das sind zwei. Ja, eben. Wo ist der zweite? Der ist nicht mehr hier, vielleicht waren das Gegner. Da war er. Oh, wer hab ich? Junge, Alter, der war stark. Das war so stark. Willkommen! Mit dem Mid-Season-Update 3 kam die neue Waffe ins Spiel, eine MP, H4 Blixen oder auch Karl Gustav, ein überragender Name für eine sehr starke MP, die ich dir hier in diesem Video auf jeden Fall empfehlen möchte. Zuallererst wird berechtigt die Frage gestellt, lohnt es sich überhaupt, diese Waffe freizuspielen? Und das ist ganz kurz und knapp zu beantworten, ja, definitiv, das ist eine der neuen Meta-Waffen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Ich erwähne das hier so explizit, weil teilweise für die Leute, die keinen Multiplayer besitzen, also nicht den Modern Warfare Multiplayer, aber auch kein Vanguard, ist es doch schon mit minimal Mehraufwand verbunden. Denkt einfach dran, immer die Gegner erst zu knocken und dann beim Sliden zu töten. Das macht in 15 unterschiedlichen Runden und schon habt ihr die Waffe freigeschaltet. An sich möchte ich euch heute drei unterschiedliche Klassen zeigen. Als allererstes eine Klasse für die Waffe, die du quasi direkt nutzen kannst. Also wenn du die Waffe noch nicht gelevelt hast, gibt es auch schon eine ideale Klasse, die ich dir empfehlen kann, womit du dann entsprechend die Waffe im Level nach oben treiben kannst und bei dem die Aufsätze alle relativ früh freigeschaltet sind, sodass du halt eine ziemlich solide Waffe hast von Beginn an. Als nächstes die Klasse, die auf die Mobilität geht, also du bist echt super schnell mit der Klasse. Was ihr gleich beim angehängten Gameplay auch sehen werdet, es eignet sich perfekt, um sich super schnell umpositionieren zu können und einfach eine gewisse Mobilität mitzubringen. Die Klasse Nummer 3 ist dann die Variante, die du nutzen kannst, wenn die Waffe auf dem maximalen Level ist. So sieht die Klasse aus, die ihr eigentlich spielen könnt, ohne irgendwie großartig die Waffe gelevelt zu haben. Ich gehe jeweils die einzelnen Sachen nochmal durch. Als allererstes hier den Strafe-Kompensator, ihr seht, der allererste Aufsatz. Genauso wie beim Lauf, auch der als allererstes hier gelistet, ebenso Schaft entfernt. Der allererste Unterlauf, das erste Magazin. Munition verlängert ist diesmal hier an der zweiten Position. Und auch beim Ledergriff, beim Extra 1 Flink und beim Extra 2 befindet sich alles auf der ersten Position. Dementsprechend, ich weiß nicht, das müsste Level 5, 6, 7 sein oder so. Und schon habt ihr die Waffe eigentlich in einem fast optimalen Zustand, wie sie sich sehr gut hochleveln lässt. Das ist die Variante, die komplett auf Movement Speed geht, also damit seid ihr super schnell unterwegs. An sich ändert sich eigentlich gar nicht so viel von der eben gezeigten Klasse. Ich habe hier jetzt noch zusätzlich den schiefen Reflektor draufgepackt, dann den SG-98 Unterlauf bei der Munition, die Unterschallmunition, gekappter Griff und dann noch flink und schnell. Das ist die finale Klasse. Wenn du die Waffe also auf dem maximalen Level hast, benutze auf jeden Fall den Recoil Booster, dann diesen 9er Lauf hier, schiefer Reflektor, Schaft entfernt, beim Unterlauf diesen Mark-Unterlauf, Magazin komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, als nächstes dann entweder verlängert oder wie in diesem Fall hier die Unterschallmunition, damit du auf der Karte nicht aufleuchtest, Polymergriff, flink und schnell. Wie gesagt, bei dem Magazin hast du jetzt zwei unterschiedliche Varianten. Spielst du Solo oder Duo, würde ich auf jeden Fall das erste Magazin hier nehmen, die 36 Schuss. Damit hast du auf jeden Fall die beste Time to Kill mit dieser Waffe. Spielst du aber Quads, könnte es halt mit 36 Schuss relativ eng werden. Da kannst du dann auf das 54 Schuss Magazin wechseln, obwohl du halt eine schlechtere Time to Kill hast als die Gorenko 36 Schuss. Bist du mit der 54-Schuss-Variante immer noch sehr gut dabei und hast vor allen Dingen die Chance, mehrere Gegner gleichzeitig wegzuholen, ohne immer zwischenzeitlich mal nachladen zu müssen. Wir steigen ein mit dem Gameplay. Ihr habt ja eben schon gesehen, ich habe ein paar Clips vorab schon mal eingeblendet. Jetzt das Gameplay bezieht sich zum größten Teil darauf, wie mobil man mit der Waffe ist und auch mit der Version, die man relativ frühzeitig spielen kann, also ohne großartig die Waffe mal gelevelt zu haben. Von daher achtet unbedingt darauf, wie gut die Mobilität dieser Waffe ist und wie schnell man sich vor allen Dingen umpositionieren kann und den Gegner von Winkeln überrascht, mit denen er nicht rechnet. Viel Spaß, bis zum nächsten Video.
Oh, der hat nichts mehr, der Kollege. Danke. Sinn, wenn du den nicht sinnvoll einsetzen kannst. Ja, das wäre halt massiv overpowered. Das ist schon richtig so, dass du den einsetzen kannst. Also automatisch einsetzt, wenn du ihn nimmst. Sonst wäre es halt massiv unfair. Ja, aber ich meine, so bringt er dir ja nichts. Ja, doch, kannst du dann looten. Wenn du aus dem Ruder kommst, bist du übelst fix. Na gut, das... Da sind welche. Ja, wir hätten einen Bounty mitnehmen sollen. Naja. Wo sind die hin? Links von mir wird geschossen. Da noch mal jemand? Da waren zwei. Oh ja, ich seh's. Marker, Marker. Ich kann nicht marken, hier irgendwo. In der Richtung. Crack, die Krone ist crack. Ich verstehe es nicht. Wie kann ich Grontal, wo ich eh nur seinen Kopf sehe, ihn nur cracken? Das macht für mich keinen Sinn. Schönes Ding. Got me. Snipes, ich brauch dich. Snipes. Ja, ja, von wo? Ich seh's nicht. Irgendwo in diese Richtung. Ah, hier. Danke. Ich bin alleine, ja. Naja, sein Teammate habe ich ja geholt. Ich hab ihn viel weiter weggeschätzt. Bei mir close. Ja. Finished. War nur der eine, oder? Ja. Ob irgendwas anderes davon noch, ja. Oh, auf mich wird geschossen. Von? Weiß ich nicht. Weiß nicht mal, ob der Schuss auf mich war. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. War das knapp. Alter. Wo kam er denn plötzlich her? Weiß ich auch nicht. Das war so. Spielst du die neue MP? Ja, habe ich gerade, ja. Hinter mir landet auch was. Vorne zwei, hinter uns einer. Den du angeschossen hast, habe ich. Einen habe ich. Ja, ich habe den anderen. Nee, das sind zwei hier vorne auf Orange. Das war noch ein neuer hinter uns. Achso, ich habe da einen geholt. Ja. Hier bei Orange. Oh, der hat einen Lodi. Wo ist der denn? I don't know. Oh, doch, hier. Nordosten. Marker, Marker. Nein, er hat mir einen Snipe gedrückt. Kannst du kurz tippen? Ansonsten nein, zieh durch. Der ist weit weg, der ist weit weg. Roskin? Ja, ja. Sind da noch welche bei dir? Oh nein. Wie viele? Einer ist noch da, der pusht mich jetzt aber.
Der ist close, deck up. Der ist noch da unten. Hals crack. Okay. Boah, ja, die LCC, ich hab gar nicht mehr in Erinnerung, ob es nicht so gut ist. Warte, ich bleib mal einfach von der zusammenbleiben. Ich hab einen hier unten noch, ich geh rein, da ist noch ein zweiter. Ich bin gleich bei dir. Noch beide. Instinct. Mitte, am okay. Ja, ja. Genau, jetzt ist leider der. Alter, ich bin zu inkompetent. Hinterer Shieldbreak, der liegt der hintere. Ja. Hab ihn noch, hinteren. Kannst du ihn finishen? Nee, kann ich nicht, weil der andere gerade Stress macht. Der andere war mir wichtiger. Aber den kann ich gleich finishen. Ich muss aber nachladen. Schild. Drauf. Hab ihn noch. Den einen habe ich. Der andere liegt unten. Da drin sitzt noch einer. Zwei. Und der andere, das arme Schwein, ist da unten. Dann ist jetzt nur noch einer unter uns und einer auf blau. Ich habe die im blauen Blick. Schaust du den anderen an? Ich bin auf blau gerade, ich sehe den Rest nicht. Der blau ist hier. Da rennt noch einer dahinter. Der hat nur einen Hit. Den habe ich gefinisht. Einer in blau und einer unter mir. Der in blau. Alter. Wo geht der hin? Schönes Ding. Da ist nur noch der eine unter uns. Wo ist der unter? Das war der Typ, der von der Brücke runtergesprungen ist. Ja, hier, in dem? Okay. Ja, da unten sitzt er, du hast ihn gesehen. Nee, hab ich nicht gesehen. Unten am Felsen. Ich hab nur falsche Richtung geguckt. Unter uns? Jetzt ist er da, unterm Haus. Oh, er hittet sogar. Boah, der Kollege. Lass sie doch einfach töten. Meine Güte. Ja, schönes Ding. Nice.